ja heute Wasser oder Woi vor dem Friedrich-Magnus-Schwert-Gymnasium. Und als Gast ist heute der Herr Deibel da, Vorsitzender des Elternbeirats und ein zweiter, nämlich vom Förderverein der Schule. Das ist noch auch eine andere Institution. Ja, Herr Deibel, zuerst mal an Sie. Was ist Ihre Aufgabe als Vorsitzender des Elternbeirats? Ja, ich soll... Ja, Sie können durchaus Ihre Maske abziehen, denke ich. Ja, ne? Okay, ja, gut. Kann man machen. Da ist ja, es ein bisschen besser, besser verständlich. Ja. Genau. Also ich bin ja der Sprecher des Schulelternbeirats. Wir haben 18 Mitglieder in diesem Schulelternbeirat hier an dieser Schule. Und wir vertreten die Interessen der Eltern und damit natürlich auch die Interessen der Schüler, wenn es also um alle möglichen Belange des schulischen Alltags geht. Ja. Und wir arbeiten natürlich sehr eng mit dem Förderverein zusammen, weil natürlich sehr viele Wünsche hochkommen. Die Sportlehrer, die wollen bestimmte Ausrüstung haben, wo das Land der Meinung ist, das können sie nicht finanzieren. Dann springt dann der Förderverein ein und sagt, jawohl, wir haben... Diese Lüftungsanlage, jetzt heute ist es warm mal und die Corona-Zahlen in Speyer sinken. Auch in Speyer, muss man sagen, sinken sie die Zahlen. Ne? Ist das denn noch notwendig? Also ich glaube schon, dass wir hier Vorsicht walten lassen müssen. Aber man muss sich schon auch darauf vorbereiten, wenn die Zahlen eventuell wieder hochgehen sollten. Aber unsere Entlüftungsanlagen sind so gut konstruiert worden von einem Vater, der Bauphysiker ist, der den zweiten Prototypen, den wir gebaut haben, den wir Ihnen auch gleich zeigen, entworfen hat. Man kann zum Beispiel, auch wenn es sehr heiß wird, eines Tages, nehmen wir mal in 3-4 Jahren, ist es wirklich so, dass man Corona als, sagen wir mal, Vergangenheitserlebnis bezeichnen kann. Hoffentlich, sagen wir mal. Hoffentlich, genau. Aber auch dann können wir diese Entlüftungsanlagen nutzen, um beispielsweise, wenn wir sie nachts laufen lassen, einen Luftaustausch in den Klassenräumen zu ermöglichen, dass dann auch morgens, wenn die Schüler reinkommen, es ein bisschen kühl ist und nicht so heiße, abgestandene Luft ist, wie wir es jetzt in sehr heißen Sommermonaten haben. Also wir sehen uns dann mal die Lüftung an. Also Sie sehen hier, was jetzt hier isoliert ist und hier mit diesen zwei Rohren, die nach draußen gehen, die gesamte Luft, die hier jetzt abgesaugt wird, geht also über dieses Rohrsystem hier an diesen beiden Auslässen nach draußen und damit sind potenzielle Aerosole sozusagen aus dem Klassenraum weg und nach draußen gefördert worden. Sie sehen da oben, ist der Lüfter, der ist also Bestandteil. Ja, es ist ein Motor mit einem Flügelrad und saugt jetzt die Luft ab. Und die Luft, die abgesaugt wird, wird hier über diese Punkte, diese weißen Punkte, sind die sogenannten Absaugpunkte. Dort wird also die Luft entsprechend abgesaugt an verschiedenen Stellen. Und Sie können sehen, dass quasi für jeden Tisch, also für zwei Schüler, ein Absaugpunkt vorgesehen ist. Sodass also an jedem Punkt in diesem Raum, an jedem Absaugpunkt die gleiche Menge Luft abgesaugt wird. Und die Kinder sitzen jetzt ja hier und es wird quasi ein Luftstrom erzeugt durch die Absaugung. Von hier geht es nach oben, dann in das Loch rein für die zwei Schüler hier. Und dann geht es dann über das Rohrsystem, über den Ventilator, den ich eben gezeigt habe, dann nach draußen ins Freie. Und dieser Herr Rieger, der hat auch alles technisches Gerät, dass man auch die Effizienz eben dieser Anlage messen konnte. Er hat also dann hier mal gemessen, was ist die Partikel- oder Aerosolkonzentration in diesem Raum, so wie wir jetzt hier stehen. Und dann kam da so ein Wert raus, 7 Mikrogramm pro Kubikmeter, einfach nur, damit Sie die Zahl wissen, die Zahl 7. Und dann hat er eine Theaterdampfkanone hier reingestellt und hat dann hier Dampf reingeblasen, der wie so ein Aerosol letztendlich dann ja auch wirkt. Und wir bekamen dann eine Konzentration von 67.000 Mikrogramm pro Kubikmeter, also von 7 auf 67.000, damit Sie sehen, wie stark dann hier der Raum mit solchen Aerosolen belastet war. Dann haben wir die Anlage eingeschaltet. Und nach 20 Minuten waren wir mehr oder weniger wieder am Ursprungswert zurück. Das heißt, wir konnten damit zeigen, dass diese Anlage sehr effizient läuft und Aerosole hier sehr effizient abgesaugt werden. Sie sind Vorsitzende des Fördervereins. Was ist die Aufgabe des Fördervereins?
Ja, also der Förderverein ist jetzt keine Vertretung der Eltern, wie das der Schulelternbeirat ist, sondern der Förderverein tritt dafür an, dass eben Dinge und Ausrüstungen und pädagogische Möglichkeiten an der Schule geschaffen werden, zur Verfügung gestellt werden, die sonst aus dem normalen Etat nicht möglich sind. Und jetzt finanzieren Sie auch die Lüftungsanlage, wie ich gehört habe, ne? Und da kam dann genau diese Idee auf, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt wird doch in den Grundschulen überall werden Lüftungsanlagen eingebaut. Da war dieses Mainzer Modell, war da gerade in aller Munde. Und das sehen wir jetzt ein Bild auch davon, ne? Ja. Genau. Und das wurde in ganz Mainz, wurden also inzwischen alle Grundschulen damit ausgestattet, wie man so lesen kann. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das müsste doch hier auch gehen. Und da kriegen wir doch sicher das Geld zusammen. Das heißt, wenn wir dann Spendenaufruf machen, sind doch sicher Eltern, vielleicht auch Firmen bereit, da was dazuzugeben. Das kann doch nicht so schwierig sein, weil alle immer sich beklagt haben, da passiert nichts, der Staat, der müsste mal, die Stadt müsste mal, also viel müsste mal. Aber dass man mal was selbst macht, ist eigentlich viel schöner. Also haben wir das dann in Angriff genommen und dann eben in mehreren Iterationen. Also sprich erstmal haben wir noch einen Vater gefunden, der ist Architekt, der Herr Strebel, der hat dann den ersten Prototypen zusammen mit dem Herr Deibel gebaut. Und dann kamen sie und haben gesagt, Herr Götting, wie sieht's aus, wie können wir denn da weitermachen? Dann haben wir eine Spendenplattform genutzt im Internet, ja, damit wir eben eine größere Reichweite haben und mehr Spenden, also besser einsammeln können, als es über die Schulwebseite normalerweise geht. Und daraufhin hat sich dann eben der Herr Rieger gemeldet, den der Herr Deibel eben schon angesprochen hat, ein Vater, der ist Bauphysiker, der hat uns dann mit seinem Wissen geholfen, die zweite Anlage sozusagen zu optimieren, auf deren Basis jetzt alle folgenden gebaut werden. Die zweite Anlage, die ist ein bisschen optimiert, ne? In welcher Richtung ist sie besser? Also sie ist vor allen Dingen erstmal leiser geworden. Ja, weil wir jetzt einen anderen Motor dafür ausgesucht haben und auch die Verlegung ist jetzt erfolgt nach einem anderen Prinzip. Ja, wir haben also mehr Einlässe in den Deckenrohren. Es basiert aber weiterhin darauf, dass es sich da um Stahlwickelfalzrohre nennt man die Dinger. Also diese silbernen Entlüftungsrohre, die man so an der Decke kennt, das ist auch das Prinzip, weil wir gesagt haben, das muss nachhaltig und stabil sein. Und das Plastik, da haben wir uns dann nach einer Weile dagegen entschieden, das zu verwenden. Und so ist es also leiser und effizienter, also dass wir also ein Mehrfaches von dem Luftaustausch mit der Anlage herbeiführen können, der durch die Fensterlüftung erfragt bzw. gefordert ist. Mhm. Ein bisschen was fehlt uns noch. Also wir haben 42 Klassenräume, hat uns die Schulleitung genannt, hätten sie gerne ausgestattet. Ne, da haben wir als erstes mal ein bisschen geschluckt, Herr Deibel. Ja, ja. Denn das ist eine ganze Menge, denn wenn man die Anlage so rechnet mit Motor und den ganzen Dingen, die man da so dafür braucht, die Teile, dann kommt man schon so Pi mal Daumen auf etwa 1000 Euro Materialkosten. Ja, und das heißt, wenn Sie das da mal multiplizieren. Das muss alles vom Förderverein gestemmt werden. Die Stadt Speyer hält sich da vornehm zurück, wenn man mal so sagen darf. Naja, das ist insofern verständlich, dass wenn wir jetzt im Schwert 40 solche 42 Räume finanziert bekämen, dann würden 50 Meter weiter im HPG natürlich auch die Hände hochgehen und sagen, wir haben auch Räume und in ganz Speyer auch, berechtigterweise ja. Auch. Und das Speyer ist ja da näher an Pleite. Kommunaler Entschuldungsfonds und so. Also muss einfach die Stadt muss sehen, was sie da tun kann finanziell. Und da haben wir uns eben entschieden zu sagen, da können wir nicht drauf warten. Wir versuchen eben Eltern, interessierte Unterstützer zu finden. Und da haben wir es inzwischen auf über 30.000 Euro geschafft, Spendengelder einzusammeln durch großzügige Spender. Da waren alles Mögliche zwischen 5 Euro und 5.000 war da alles mit dabei. Also ganz, ganz fantastische Beteiligung. Und wir sind zuversichtlich, dass wir den Rest da auch noch schaffen. Deswegen haben wir jetzt nicht gewartet, bis die Summe ganz da ist, sondern wollen jetzt auch den Spenderinnen und Spendern zeigen, dass was geht, ja? dass wir jetzt auch hier was auf die Reihe bringen, ja? Und die Anlagen auch wirklich reinkommen, also über diese Pilotanlage hinaus. Ja, ich darf Sie auch fragen. Also, bitte, Sie wollen noch ergänzen? Ja? Ja, ich wollte gerne noch ergänzen, dass die Stadt natürlich schon uns unterstützt, ja, indem sie uns auch machen lassen. Ja, und die Leiterin des Gebäudemanagements der Stadt, mit der wir natürlich unser Konzept angeschaut haben, uns da auch unterstützt hat und auch Tipps gegeben hat, wie wir das möglichst so einfach gestalten können, dass wir keine großen Genehmigungsverfahren in Kauf nehmen müssen. So eine Sache, ja. Ja, und auch die Bürgermeisterin, die Frau Kaps, die hat sich das auch angeschaut. Ist auch sehr unterstützend. Also gut, die haben jetzt nicht so viel Geld in der Kasse für alle Schulen, das zu finanzieren. Aber zumindest mal die mentale Unterstützung haben wir.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Das ist also, während wir waren ja auch mit einigen anderen Schulen und auch Gruppen, die dieses Mainzer Modell gebaut haben, in Kontakt, während wir da also festgestellt haben, dass es öfter mal Hürden gibt, die schwierig zu überspringen sind, haben wir also hier eigentlich ausschließlich eine Unterstützung der Stadt erfahren. Ja. Okay, dann schönen Dank dann auch und ein gutes Gelingen auch. Ne? Danke sehr.